Ah. So. Schönen guten Tag. Wie kann man Ihnen helfen? Ja, frage ich immer mal als Gegenfrage. Was ist denn hier los? Hier ist der Heli bei uns. Hier ist ein Heli, das heißt, sind hier in der Nähe. Da sind sie. Ja, kannst knicken. Scheiße. Ach, Digga. Ja, wisst ihr überhaupt, wie viel Kilo wir da gerade hochgebracht haben? Nö. Nee, wie viele? Ey, alle herkommen. Ruft mal alle durch, alle sollen herkommen. Kommt von Rick. Ich weiß selber nichts. Ja, dann holen wir mal eine Knarre wieder, bitte. Ja, das ist wichtig. Ey, keine Ahnung. Rick ist ziemlich böse, holt Knarren wieder. Ruft alle an. Hol Knarren, bitte. Ja, ich bin dabei. Okay. Ja, Jan brauche ich ja wahrscheinlich nicht anrufen, der ist ja mit dem. Nee, Jan, Frank und Rick anrufen, aber der Rest, der hat hier zu sein. Ist mir egal, ob die irgendwelche Alten am Bumsen sind, ob die irgendwelche scheiß Kaffee verkaufen gehen, ob die sich ein Eis machen, die sind jetzt hier. Seit wann sind wir so viele? Ist doch egal. Seit wann nicht? Passt auf, der Deal mit den Italienern ist geplatzt. Die haben uns gerade eben eine Stunde vorher abgesagt, von wegen, die hätten da zu dicke Luft oder so in den letzten paar Tagen. Wir waren gestern Abend da, haben eine Uhrzeit und alles mit denen ausgemacht, dass das heute stattfindet. Und die sagen uns jetzt eine Stunde vorher ab, Digga. Wir waren jetzt gerade eben da oben, wollten mit denen reden, was die Scheiße sollen. Die sollen uns die Scheiße gefälligst abnehmen, ja, weil die haben den gestern eingegangen. Und jetzt auf einmal heißt es von wegen, ja, irgendwo ist eine Ratte, dies, das, bla, bla. Ja, und wir lassen uns nicht mal so auf der Nase rumtanzen von den Affen. Wer denken die denn, wer sie sind, Digga? Kommen hier neu in die Stadt oder keine Ahnung, wie lange die schon hier sind, ist mir auch scheißegal. Und machen so Faxen mit uns. Denn wird alles nach hinten geschoben. Die wollten uns seit über einem Monat Koks liefern. Bis jetzt habe ich nicht ein Päckchen von den Affen gesehen. Nichts. Dann die Sache, wo wir irgendeinen Typen suchen sollten für die. Keine Rückmeldung, nichts. Jetzt gerade eben hieß es, ja, wir suchen immer noch Informationen, dies, das. Ja, geil, dass wir darüber gesprochen haben. Seit anderthalb Wochen versuchen wir mal mit denen vernünftig zu reden und da kommt nichts zustande. Da kommt immer nur irgend so ein Fettsack im Anzug, Digga, mit irgendeinem scheiß Ding, mit irgendwas auf dem Zettel geschrieben. Ich will hören, was er sagt. Die haben Angst vor was? Vor Jan. Wovor haben die Angst? Hör zu, ja, haben sie. Und das akzeptiere ich so. Er hat mich angerufen, hat gesagt, erklärt das mit uns. Er verspricht es mir jetzt sofort. Er hat es verstanden, die Message ist angekommen. Wie so, ganz. Angerufen? Der Typ! Italiener? Ja! Okay. Er hat gerade gesagt, es ist gar kein Problem, dies, das und so. Wir kriegen das hin. Ich habe ihm klar gemacht, ich werde die Scheiße nicht behalten. Und wenn wir jetzt hochkommen und die ficken müssen. Er hat gesagt, ist so, ist okay, versteht er. Ja, ich habe gesagt, ihr habt alle darauf gearbeitet. Er soll auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie jemand anders zu behandeln, dies, das. Wir sind abgefuckt, weil wir nichts anderes machen und verarscht werden. Er hat das alles verstanden gerade. Real Talk hat er. Weil du scheinst ihn irgendwie, weiß nicht, was du zu ihm gesagt hast. Und hat dann gesagt, wir treffen uns jetzt kurz irgendwo auf Dings. Und dann sagt er uns, wie wir das machen. Er will, dass ich alleine komme. Ich werde sagen, ich komme nicht alleine. Ich komme nur mit Rick und Jan. Damit ihr das mit ihm besprechen könnt. Die anderen bleiben aber in der Nähe, sodass die Bullen nicht hinter euch sind. Weil, wie es aussieht, werden die auch von den Bullen verfolgt. Ja. Da hat gerade ein Streuner an unser Reifen gepinkelt. Toll. Ja. Hässlich. Nimm das Bein runter. Was? Ich werde angerufen, alle leise im Auto. Ja, hallo? Okay. Außerdem heißt es Bunkschuh. Hässlich. Bunkschuh. Hässlich. Es sind 6 Cop-Autos undercover da oben. Oh, cool. Undercover. Und mit wem habt ihr das Treffen ausgemacht? Ich glaube, der Ratte sitzt also bei den Also wisst ihr, dass die Safe 31er sind? Außer die hören unsere Telefone ab. Oder wir haben nach wie vor 31er. Ja. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, wir sind an der Bushaltestelle da, wo so eine komische Eule ist in so einem Ende von einem Kreis. Weißt du, wo ich meine? Bis gleich. Uff. Er meint erst so, hä, was laberst du? Ach so, Bushalte, jetzt weiß ich, wo du bist. Hä, hat er auch gesagt, Bushalte? Ja. Geil! Hä, ich habe mir das eben ausgedacht. Warum da? Hä, wie hast du das ausgedacht? Ist das da keine Bushalte? So viele Zufälle heute. Aber halt so, aber hä, also ist ja keine so offiziell, aber wir halten halt immer die Busse. Ja, bei ihm war klar, als ich gesagt habe, Eule Bushaltestelle, wusste direkt, welche Bushaltestelle interessant, was ich meine. Oder in San Andreas, besser gesagt. Voll die ist und hässlich hatten gerade einfach original die gleiche Idee. Hässlich, ich tippe gerade mein Handy ein, hässlich, um ihm eine SMS zu schreiben und in der gleichen Sekunde kriege ich eine SMS mit Bonkschuh und ich wollte mein Handy aufmachen, um eine SMS zu schreiben mit hässlich. Du lass ihn Uran-Hutan. Ja.
Hallo? Wir sind am Stadtlager, was soll denn jetzt hier sein? Sag, hier ist keiner. Frank kommt jetzt da mit der Mule hin, okay. Und wir sollen... wir chillen jetzt hier. Was sollen wir denn mit der Mule? Okay, ist doch egal, wahrscheinlich irgendeine Ablenkungstaktik, okay. Weißt du, ich meine? Ja, wir chillen dann einfach hier. Alle unbewaffnet. Auf auffällig. Unmaskiert euch. Ist nur Vermummungsgebot. Jetzt jeder noch eine Tasche raus, wenn ihr habt, und dann ab ins Auto. Auffällig. Achso. Die werden uns nicht kontrollieren. Du sagst nicht? Nee, wenn dann erst oben. Ja, ich wollte gerade sagen, oben. Oben spätestens, ja. Aber ich denke, dass nebenbei gerade nichts passiert, weil die Jungs saßen jetzt alle komplett in dem anderen Auto. Ja. Verstehe ich nicht, wofür wir das hier gerade machen. Also wahrscheinlich, um den Cops so zu zeigen, guck mal, wir haben nichts, aber das bringt nichts, weil die Cops uns beim nächsten Mal trotzdem wieder hochnehmen. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Beim nächsten Mal ja, jetzt nicht. Ja, jetzt können wir den Moment genießen. Unser Ego pushen. Ich glaube, dafür ist das gerade hier. Einfach nur, um das Ego zu pushen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt... Oder er will die Reaktion abwarten, wie viele Cops kommen. Werden keine Cops kommen. Fahr doch weiter durch. Alles abgesprochen. Danke dir. Ist ein Italiener? Mhm. Ja, muss ja. Pizza, Pizza, Baguette. Und wohin damit? Wohin damit, Digga? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich geh einfach zum Tor hier oder was? Ja, einfach. Interessiert keinen. Ja. Ha? Mich erwähnt sogar. Maschallah. Bist du noch bei den anderen? Hey, wieso dich erwähnt? Sag mal bitte kurz leise im Auto. Was? Bist du noch bei den anderen? Ja, bin ich noch. Warum? Dann sag denen bitte, dass es zu spät ist. Hier stehen 5 Polizeiautos. Die Jungs stehen hier in Handstellen. Bringt nichts. Echt? Ja. Ja, scheiß drauf, dann fahren wir auch dahin. Was? Hä? Dann Digga, wir haben alle nichts dabei. Ja. Wir haben gerade alles abgelegt. Dann will ich auch festgenommen werden. Ich habe auch nichts dabei. Was wollen die machen? Was wollen die machen? Komm, wir fahren da jetzt auch hin. Ganz einfach. Grand Sonora-Wüste, nicht Sandy Shores, ne? Ja, Grand Sonora-Wüste. Was Sandy Shores gesagt hat. Grand Sonora-Wüste, habt ihr Eastern gehört? Eastern Motel, das alte Motel. Eastern Motel. Da Eastern bei, Motel. Bei den zwei Zapfsäulen. Ja, okay. Irgendwo. Hier soll das sein. Ja, genau, hier. Bei den zwei Zapfsäulen. Aber hier ist doch nichts. Es sollen 5 Kopfwagen hier irgendwo sein. Guck mal hier irgendwo. An irgendeinem Hotel. Masken aus. Ah. So. Schönen guten Tag. Wie kann man Ihnen helfen? Ja, frage ich mal als Gegenfrage. Was ist denn hier los? Warum wollen Sie es wissen? Andere Frage. Jetzt nicht unnötig Stress, fahrt einfach, Jungs. Gut, dass wir die Karre auch herstellen. Du sag den anderen Bescheid, so jetzt, dass wir da sind. Digga. Entschuldigung. Und, ja, Digga, ich bin nicht im Auto. Ja, schwierig. Ja, fahren Sie einfach, bitte. Digga. Fahren Sie bitte. Bitte. Bitte einfach fahren. Digga, jetzt raus, Digga. Digga. Da. Ist da überhaupt jemand drin? Nö. Ne. Meinst du, der ist hier? Hä? Da unten läuft jemand. Wo? Da unten. Wo denn? Hä, wo kommst du denn jetzt her? Ja, von oben, weil ich nicht geistig krank bin, so wie Frank gerade durch den Fluss geschwommen bin. Okay. Seid ihr hier, um uns abzuholen, oder weswegen seid ihr hier? Nee, wir sind auf dem Weg wieder zu euch, tatsächlich, ja. Wir sind hier zufällig gerade angehalten. Ich okay. Wäre gerade wahrscheinlich, wenn die Bullen kommen, müssen wir, also wir müssen halt ballern. Da reagieren wir, pass auf, vor okay, Ort. Okay, Einteilung habe ich gerade eben schon gemacht. Warte, vor Ort reagieren wir so, wie die reagieren. Die haben selber gesagt, sie lassen sich von Bullen nicht ficken und werden dann Ärger machen, wenn die Bullen kommen. Das haben die Itaka zu mir gesagt. Da habe ich gesagt, okay, hey. Italiener, Entschuldigung.
Das hast du immer gesagt, Digga. Von dir hab ich das. Okay, die Italiener, die können Italienisch reden. Ja? Jan fährt alleine, Frank fährt alleine, Holy, Romeo, Rick und Ortega fahren alleine, Wung Chu und Hans fahren zusammen, Egon und Fonte fahren zusammen. Candy spotted. Ja, okay. Also du kannst. Und ich rufe anrufen, dich, also Rick, ich rufe also, dich ja, an, wenn ich was sehe, oder Jaleel, das hatten wir gerade ausgemacht. Rick, oder lieber nicht? Du fährst dann mit Ortega zusammen. Ah, nee, warte, stopp. Ortega war mit Dings. Oh, ich war mit Hans. Ortega war mit Romeo. Romeo kommt mit uns. Okay, dann fahre ich gleich, wenn ich entleert habe, zurück und geleite die Mule. Okay, bis gleich. Vielleicht sollten wir jetzt die Masken abnehmen. Ja. Ja, besser. Lass mich raten, keiner hat was zu essen dabei, oder? Boah, sag mal dem anderen Camacho Bescheid. Ruf mal Egon an, die sollen auch nicht maskiert aufs Gelände fahren. Okay, ich rufe an. Mach ich. Ich rufe gerade an. Achso. Ihr ladet jetzt alles, was ihr habt, in die Mule gleich rein, okay? Ihr sollt nicht maskiert hochkommen. Kurz vor der Maske. Nicht maskiert hochkommen? Nur demaskiert. Ja? Okay. Alles klar. Ja, warum? Das war Anweisung. Ja, okay, ciao. Ja. Ich hab Uzis in der Hand. Ja. Was, die Arbeiter? Ja. Ich stehe da mit Uzis. Scheiße. So. So, und wir nehmen. Wir begleiten auch die Mule, oder was? Was genau. Ist denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir fahren jetzt wieder runter ans Anwesen und begleiten die Mule hier hoch. Ach, nicht die Mule, sondern unsere Mule. Unsere Mule. Alles, was ihr habt, tut ihr jetzt in die Mule rein, die da steht. Nach und nach. Dann steigt ihr wieder in euer Auto und seht zu, dass ihr die anderen Wagen eskortiert. Bis dann. Ciao. Also war das eben alles eine gekonnte Finte für die Cops, ha? Huh? Den Knochen vorwerfen. Richtig. Wer weiß, wer weiß. Guter Schachzug. Hinter ihm fahren, nicht vor ihm. Du musst hier weg, er kommt mal hier durch. Wo ist unser vierter Mann? Er sitzt im Auto bei Jan. Jetzt müssen wir uns auch maskieren, weil wenn jetzt was passiert, ficken wir die weg wie sonst was. Da ist zu viel. Ach, in dem Scheißding ist auch noch was drin. Nicht rammen, wirklich vorsichtig. Nein, rammen war im übertriebenen Sinne. Ich meine den Wagen vor uns. Oh, ich hätte das sowieso nicht. Du musst zurück zum Anwesen kurz. Wir fahren den gleich wieder hinterher. Ja, merkt den Weg, den die fahren, ne? Welchen Wagen? Bison und... Ja, das haben wir denen schon gegeben. Ja, alles klar, bis gleich. Halt doch an. Oh. Leer. Ruhe auf, bitte. Danke. Die ist leer. Wir bleiben oder weg? Warte, der sitzt. Packt mal eure Waffen kurz in den Camacho, falls ihr gleich angehalten werdet. Jetzt ist egal. Ja, wir kommen jetzt, wir parken jetzt hinter euch. Sagt Jonas auch, bis gleich. Wie viele sind denn das? Das muss Jan managen, dafür bin ich zu dumm. Ruf du ihn mal an schnell. Danke, ciao. Mein Handy aus. Wie bitte? Wer ist das? Romero, wir müssen jetzt irgendwie auf Bullen schießen.
Du hast doch irgendwas vom Theater gesagt. Hinter uns ist ein Theater. Ja, er meinte aber Kiez, Tankstelle und irgendwo. Wir gehen nicht ran. Meinte nur noch Straße geradeaus. Ja. Hier ist der Heli über uns. Immer das ist ein Heli, das heißt, sie sind hier in der Nähe. Da sind sie. Ja, kannst knicken. Scheiße. Ach, Digga. Adieu mit Öl, Digga. Die haben schon die Masken abgenommen und alles. Wie viele sind das? Kannst knicken. Das sind 2, 4. Da steht die G-Unit bei. Guck mal, die kommt schon her, die G-Unit in FIV. Digga, was haben die denn da am Anschlag für Waffen? Das sind Hunderte, Digga. Aber die haben eh nichts dabei, außer. Ah, der ganze Wagen ist voll. Wir haben ganz Auto voll mit Weed. Ich hab Waffen. Ja, ihr könnt ruhig weiterfahren. Ja. Also jetzt, zu machen. Also jetzt ist am Kamatsche zu fahren, vielleicht krieg ich den. Guck nur, egal, bereit. Die haben Rick-Ops genommen. Ja. Bullen wieder. Ja, Digga, bist du behindert? Wenn Rick nehmen wir, welchen Rick haben die denn Ops genommen dann? Denk doch nach, Bruder. Was ist das denn für eine Frage? Dann Fonte, Fellin, Romero, die ganzen anderen. Ja, dann können wir nichts machen. Pech, was nehmen die? Das lassen sich auch Ops nehmen. Ja, dann fahren wir wieder, keine Ahnung. Haben die Reifen platt geschossen? Ja. Oh, peace. Kacke, Digga. Ansonsten hätte ich jetzt ein Selbstmordkommando vorgeschlagen. Ja, die, wir wissen auch nicht, wie beschädigt der Wagen ist, das ist das Problem, weißt das du? Das denke ich halt auch. Wenn wir jetzt da, ja. Die hatten 2 Platten, der Wagen ist futsch. Ah, okay. Sollen wir den gerade abholen fahren? Ja, wisst ihr überhaupt, wie viel Kilo wir da gerade hochgebracht haben? Nö. Nee, wie viele? Warte. Ja, laut Liste 4000, also 4000 ja, 4 Gramm. Kilo. Ja, warte, sag mal weiter. Und 300 LSD. Kommt auch hin 4245? Ja, das kommt hin. Kann auch hinkommen. Krass. 4245 geteilt durch 4. Rick meint, wir können das sogar alle 2-3 Tage liefern, in der Theorie. Wollen wir es ranhalten? Ja. Oh. Haben die Cops da gar nichts? Ich hätte doch jetzt noch das Mother's Finest gehabt, aber. Ich hab es dann halt nur. Ja, das verticken wir nicht für den Kurs oben. Wollte ich gerade sagen. Guck mal alle in eure Taschen, ob ihr wirklich nichts mehr habt. Ich bin leer. Ich hab gar nichts. Dafür hat's aber relativ gut geklappt, ne? Hm. Gut, die Cops haben jetzt 2-3 Leute mit einer Waffe, das war's. Das Zeug ist ich aber weg. Ich hab eben gedacht, ich muss sterben. Warum? Ich wurde aus dem Auto geschleudert. Warum? Warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Digga. Am Arcadius Tower habe ich mich flach auf den Boden gelegt und dann sind die ganzen Streifen auf mir. Setz eine Maske auf, Digga, ohne Spaß. Kann dich nicht angucken, das geht nicht. Das ist auch rot, Digga. Du hattest einfach nur das Bedürfnis, dich zu schlagen. Es war halt so krass. Rick sagt so, ja, trommelt alle zusammen. Und Hans steigt irgendwie mit den Worten aus, ja, jetzt habe ich mich gerade schminken lassen. Und ich denke so, ja, der macht einen Witz. Und ich drehe mich um und er hat pinke Augenbrauen. Auch auf die Gefahr hin, dass die Frage vielleicht doof ist, aber die ist doof, die Frage. Da kriegen wir doch doof. Geld für, oder? Nee. Ja, doch. Aber nee, John macht einen Kochkurs dafür. Für Nein. Ja. Dumme also Frage, dumme Antwort. Kriegt jeder von uns ein bisschen Geld oder kriegen wir Das ist Kiezgeld, ja. Okay, ja, das ist ja die Frage. Spann dich, Alter. Geil, ich liebe dich, Essling. Wir haben sehr viel auch eingekauft.